Ich befinde mich gerade in Hof und warte auf meinen Zug, der mich nach Kronach bringt, denn dort ist heute das Die Festung Rockt Festival. Ich wäre eigentlich gerne schon da, aber mein Zug ist ausgefallen, deswegen stecke ich jetzt erstmal hier fest. Ja, das Wetter sieht nicht so geil aus. Mal gucken, ob sie es absagen müssen. Es gibt ja sehr viele Unwetterwarnungen in ganz Süddeutschland. Wir hoffen einfach mal, dass es stattfindet, weil ich halt Bock, Jaya the Cat endlich mal von meiner Bucketliste zu streichen. Und ansonsten spielen noch die Subways und ich glaube, es ist einfach auch ein sehr schönes, kleines, schnuckeliges Festival. Deswegen will ich mir das gerne mal angucken. Eine Stunde später. Alter, was ist das denn für ein Bahnsteig, ey? Außerdem habe ich gerade gemerkt, dass die Zeltstange von meinem Zelt Schrott ist. Heißt, ich muss heute wahrscheinlich in der Gosse schlafen. Geil, heute läuft's, ey. Ich kenn Kotzen. Alright, der Zug, der mich jetzt eigentlich nach Kronach hätte gebracht, fällt jetzt auch aus. Also, ich weiß langsam auch nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch zum Festival schaffe. Ich bin halt hier auch in der absoluten Weltmetropole gelandet. Über Rönnsweg, Kück, Neuses, Kronach, Gundelsdorf, Stockheim, Pressig, Rotenkirchen. Sehr, sehr, sehr viel später. Pörtschendorf, Steinbach am Wald, Ludwigsstadt. Heute circa 10 Minuten später. Ich wollte 15 Uhr eigentlich da sein, ne? Scheiße. Das Ding ist, ich habe vorher auch noch zu meiner Mutter gesagt, pass auf, ich werde einfach losfahren. Das Festival wird stattfinden, aber ich werde irgendwo auf der Strecke hängen bleiben, weil Hochwasser ist. Jetzt ist es genauso gekommen, Alter. Der Juni geht super los. Wenn der Rest des Monats auch so wird, dann kann ich mir eigentlich gleich einen Strick nehmen, weil dann wird's. Man sieht schon, dass überall ein bisschen nass ist so, aber ich habe es jetzt noch nicht so regnen sehen, dass ich dachte, boah krass, hier gibt's bestimmt gleich übelstes Hochwasser. Inzwischen in der Tiefebene. Aber es gibt jetzt wohl einen Zug, der mich nach Kronach bringen kann. Dann bin ich ja nur 3,5 Stunden später da, aber immerhin wäre ich da. Nächste Station, Kronach. Ich hab's geschafft. Ich habe jetzt einfach für eine Strecke von 130 Kilometern 7 Stunden gebraucht. Ist so. Man muss ja auch mal sagen, die Deutsche Bahn konnte diesmal wirklich mal nichts dafür. Die haben jetzt extra noch einen Zwischenstopp eingelegt, um uns abzuholen. Von daher Props an die Deutsche Bahn und ans 49-Euro-Ticket. Weil ohne das wäre das alles in dieser Form gar nicht möglich, was ich hier mache. Aber es ist echt schön hier, muss man sagen. Es ist jetzt leider schon 6:30, das heißt, ich habe die ersten Acts auf jeden Fall schon verpasst. Nein, doch. Wenn ich mich beeile, kriege ich noch ein bisschen was von den Butcher Sisters mit. Und danach dann die Busters, Jaya the Cat und die Subways. Aber ja, wir gucken einfach mal, was jetzt passiert. Ich hoffe, ich kann da irgendwo meinen Scheiß lagern, weil zum Zeltplatz schaffe ich es jetzt auf jeden Fall nicht nochmal. Der ist nämlich ein Stück entfernt. Interessanter Tag. Aber wirklich ein süßes Städtchen, muss man sagen. Und da oben wird gerockt. Also anscheinend hören tue ich noch nichts, aber ich laufe da jetzt einfach mal hoch, da wird schon irgendwas los sein. Das ist wie dieses Meme irgendwie, wo man sich zwischen dem schönen und dem höllischen Weg entscheiden kann. Ich gehe jetzt mal den Scheißweg. Oh, ich hoffe, dass das Festival geil wird. An der Stelle liked mal das Video, damit ich mir irgendwann mal einen Bus kaufen kann und nicht ständig immer mit dem Zug fahren muss. Ich habe keinen Plan, wo ich hier lang muss. Oh, Musik! Ja, dann immer der Musik nach. Aber ein paar Schilder wären nice. Mir würde es ja auch schon reichen, wenn ich mal wenigstens ein paar andere Leute sehen würde. Aber ich habe einfach keine Ahnung, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Alter, ey. Ich kotze. Wo bin ich? Was mache ich? Wo ist der scheiß Eingang, Junge? Also die Butcher Sisters haben somit gerade angefangen. Und ich irre hier immer noch im Wald rum. Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung. Ich habe jetzt schon mal blaue Dixies durch Gebüsch durchschimmern sehen. Ich glaube, ich komme der Sache näher. Alter, ich fange gleich an zu heulen, ey. Ich habe keinen Plan, wo ich hier hin muss. Was für eine Scheiße. Also entweder ich habe die Schilder nicht gesehen oder es ist einfach wirklich scheiße ausgeschrieben. Jetzt habe ich mich gerade noch schön auf den Arsch gelegt. Oh, ich sehe eine Straße. Ich sehe Menschen. Ich halte fest, es gibt anscheinend noch einen ordentlichen Weg hier hoch. Aha. Klasse.
Hätte ich mir sparen können, die halbstündige Wanderung um die Burg rum. Kann es sein, dass du dumm bist? Endlich! Ich habe vorhin The Butcher Sisters gesagt, ich meinte natürlich Samurai Pizza Cats. Ich bin jetzt da, ich habe mir mal einen Überblick verschafft, es ist Gott sei Dank kein großes Gelände. Ich konnte jetzt all meinen Scheiß abgeben und werde jetzt hier einfach ein bisschen filmen. Patrick, hast du jetzt den Monitor schon hinaufgedreht? Gewitter! Ich habe den ersten Blitz gesehen. Fängt so an zu pissen. Fuck my life. Zum Glück bin ich vorbereitet. Süß. Das ist ein schnuckeliges kleines Gelände, muss ich sagen. Fällt mir eigentlich sehr gut. Ich bin gespannt, ob die das nachts noch ein bisschen anstrahlen. Das wäre Verschwendung, wenn nicht. Nein. Gab jetzt einen kleinen Regenschauer, ist aber vorbeigezogen, hat auch ein, zwei Mal geblitzt. Hoffentlich bleibt es dabei, ey. Wie geil ist das denn bitte? Die Sieb drucken hier ihr Merch direkt vor Ort. Das ist natürlich sehr nachhaltig. Genau wie die Maisstärkebecher. Sehr gut. Next up sind die Busters. Und die habe ich noch nie live gesehen. Ich freue mich, dass ich die jetzt endlich mal von der Liste abhaken kann. Ihr so gut gelaunte, wunderschöne Menschen seid, die absolut wasserdicht sind und denen das Wetter hoffentlich ziemlich egal ist und euch und ihr euch davon die Party nicht kaputt machen lasst. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr motiviert, um hier gemeinsam mit euch den Regen wegzutanzen, wegzufeiern. Macht ihr mit! Aber ihr seht so kompetent aus, ich traue euch das zu. Das ist ja schon. Ich habe übrigens auch den idealen Spot von einem Balkonreport gefunden. Alter, da oben könnte man so geile Shots machen. Das nächste, was ich hier rankommen wäre, das Farin Urlaub Racing Team zu sehen. Also zumindest habe ich jetzt mal Teile davon gesehen.
Bitte, Farin, geh nochmal auf Solo-Tour. Geil, hier mit Zelt kann man sogar Champions League-Finale gucken. Aber wenn ich hätte Fußball gucken wollen, hätte ich mir den ganzen Stress heute auch nicht antun müssen. Vielleicht lasse ich mir gleich noch die Haare schneiden. Aber erstmal kommt jetzt die Band, wegen der ich primär hier bin. Die habe ich damals entdeckt, als ich in Neuseeland war, vor 9 Jahren. Und seitdem will ich die eigentlich gerne mal live sehen, aber die sind irgendwie nicht so oft in Deutschland oder zumindest habe ich es immer nicht mitgekriegt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute klappt. Wir gucken uns jetzt zusammen Jaya the Cat an. Alter, der Bass, ey. Ich habe es ja auch mit dem neuen Album noch nicht live gesehen und als ich das erste Mal gehört habe, fand ich es eigentlich ganz gut. Deswegen bin ich gespannt und freue mich sehr drauf. Aber erst mal kurz gucken, wie es bei Dortmund steht. Nicht passiert. Alles ist vorbei. Apropos vorbei, so langsam neigt sich auch dieses schöne kleine Festival dem Ende zu. Ich mache mich jetzt ein letztes Mal auf den Weg an die Hauptbühne zum Subways und danach muss ich mal schauen, wo ich pennen kann und wie und ob ich mein Zelt aufgebaut kriege. That this is our second time at this amazing festival. Es ist eine große Ehre, zurück zu sein. Dankeschön. Alter, Charlotte ist einfach so eine Queen, ey. Was die am Bass abreißt. Geil, einfach nur geil. Ich müsste lügen, wenn ich nicht vor 15 Jahren schon einen Crush auf sie gehabt hätte und immer noch habe. Klatsch in die Hände alle! Wir brauchen kein Geld, unsere Feier. Ich
finde es frech, dass er einfach ein Highfield-Shirt anhat. And we especially like to go crazy during this next song, is we're gonna come into this song nice and fast and hard. You got it. About halfway through, we're gonna pull it back very shortly after we've toned it down. Charlotte Cooper on the bass guitar here. Come on, give it up for Charlotte. Charlotte is going to play a very sexy, very filthy little bass line. Die Feste rocht! Are you ready? I know, I've been eating too many pies. I fucking get it. Ohne Highfield-Shirt. Don't you dare say put the shirt back. Wir sind sehr glücklich, dass wir wieder in diesem sehr schönen Ort spielen. Ihr seid echt, echt geil. Danke schön. Wir lieben euch und wir lieben Deutschland. Oh my God! We just want to thank everybody at Die Feste rocht. Firstly, for inviting us to play. Secondly, for making us all feel so welcome. So round of applause to the promoters, the agents and the crew, the security and everybody. Das war wieder mal wirklich sehr schön. Die Subways sind für so ein Festival einfach auch ein grandioser Headliner, muss man sagen. So fucking gut live. Unnormal. Ich habe Gott sei Dank gerade noch den Jakob getroffen, der mich jetzt einfach mit zu sich nimmt und ich kann dann bei ihm pennen. Da muss ich mich A, nicht mit meinem Zelt rumplacken und B, habe ich dann einen kürzeren Weg nach Hause. Weil ich habe ein bisschen Bammel, dass ich morgen, wenn es weiter regnen sollte, hier noch schlechter wegkomme, als ich heute hingekommen bin. Deswegen Shoutout Jakob. Und damit war es das hier von der Festung in Kronach. Video liken nicht vergessen, das hilft sehr gegen den Algorithmus. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei NoFX in Hannover war, dann schaut mal hier. Am Mittwoch geht's zum 10 Jahre Landstreicher Geburtstag mit den Kosmonauten. Und dann ist Rock im Park. Der Juni wird brutal voll, also gönnt mal Abo, um nichts mehr zu verpassen. Es kommt auf jeden Fall ein Haufen geiler Content aus der Live-Branche und wir sehen uns im Pit.